Hallo, 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 willkommen, weiter geht's mit Shakes and Fidget. Der kranke Lars meldet sich mal wieder. Ich sag gerne kranker Lars, weil ich krank bin. Und ich dachte mir heute, es ist noch etwas früher, es ist 15.39 Uhr. Normalerweise nehme ich meine Parts gegen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und in diesem Zeitraum auf. Aber ich dachte mir, ich nehme bestimmt früher auf, die alles deswegen noch nicht fertig. Ich habe gerade mal die Hälfte oder nicht mal die Hälfte fertig gespielt. Ich nehme früher auf, damit ich gleich mich ein bisschen hinlegen kann, ein bisschen länger schlafen kann, auch dann später am Abend, damit ich mich quasi ausruhen kann, damit ich dann komplett fertig bin für heute mit der Welt, beziehungsweise mit allen Aufnehmen, was ich ja so täglich aufnehmen möchte, beziehungsweise vielleicht sogar muss, in Anführungsstrichen, für euch, ich weiß es nicht. Server 22 und krank und trotzdem hier, nur für euch, ist das nicht ein Daumen nach oben wert? Nein. Ihr seht es, die Alu wird gespielt, deswegen, wir machen einfach normal weiter, wir denken, die Alu wäre gar nicht gerade, beziehungsweise die ist schon fertig, diesmal haben wir noch ein bisschen Alu, also bitte, es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt ein bisschen Alu klicke, aber ich möchte das Ganze jetzt eben hier schnell fertig kriegen, damit ich mich wieder gesund schlafen kann, wie jeder weiß, schlafen ist doch sehr schön. 587, 346, das ist schon fast ein Update, das ist fast ein Update wert. In der Post haben wir sehr viele Kämpfe. Heutige Kampf gegen die Tüte, Alter. Spießt du durch Deutsch? Hallo, gucke jeden Tag von dir. Kann ich den Account von Polen haben? Den Kundi, meine, kaufe dir auch 50%. Was? Hallo, gucke jede Videos von dir. Kann ich den Account von Polen haben? Den Kundi, meine, kaufe dir auch 50 Pilze. Also ich spielst du auch nicht durch, bist du etwa Polis, wie brauchst du polnische Server oder was? Ich verkaufe keine Accounts, weil das illegal ist. Bitte lest die AGBs, dort steht drin. Account verschenken, verkaufen und so weiter ist nicht erlaubt. Macht sowas bitte nicht. Nein, das kann zu Bann führen. Das kann zu alles führen. Das ist nicht gut. Macht das nicht. 573 braucht er für unser Magier-Trab. Oh, das wäre die Rüstung. Ne, unser Magier braucht ganz viel Rüstung. Waffenzauberladen somit schon mal nachgeschaut. Oh, Arena-Kampf habe ich auch schon gemacht, sehe ich gerade. Ja, ich bin bei Alu klicken und spam einfach das Ding hier. Wir haben aber schon Stufe 283 erreicht, deswegen können wir eigentlich schon unsere Kollegen hochskillen. Reicht das Gold? Natürlich. Aus die knapp. Oh, ziemlich viel Gold schon wieder weg. So zwischendrin immer schön husten, damit das Ganze, nämlich die ganze Rotze hochkommt und ich spuck den ganzen Monitor an. Verdammte Scheiße, ich hasse es, im Sommer krank zu sein. Ich bin normalerweise nie im Sommer krank. Ich habe irgendwas weggeholt, ich weiß nicht warum oder wodurch, vielleicht sogar durch die scheiß Klimaanlage im Auto, weil ich mache die immer total übertrieben kalt und das kann daran liegen. Draußen zu warm, ab in die Klimaanlage, bam, voll an mit kurzer Hose, T-Shirt und Klimaanlage ist voll aufgedreht und dann noch Fenster auf. Ja gut, ich habe keine Klimaanlage, ich habe so Klimomatik oder wie der Scheiß heißt, diese Billigzeug. Mein Billigauto, Alter. Fahr ich voll das Billigauto. Bau jetzt 2006 voll der kaputte Scheiß, Mann. Arena-Kampf machen wir eben gegen Iron. Iron, wir verlieren gegen Iron. Iron, das finden wir doch alle. Not nice. Also auf jeden Fall. Somit können wir doch ein bisschen skillen. Das machen wir auch ein bisschen hier. Ausdauer. Wir haben nicht viel zu skillen. Wir haben nämlich gerade hier. Oh, Gold ist weg. Alu ist okay, ist dabei. Wir können im Dungeon versuchen, jetzt einfach mal die Nixe umzuklatschen, dadurch, dass wir ein Level up haben. Unsere Begleiter haben ein Level mehr, unser Magier auch, unser Kunde natürlich auch. Aber die mit der Harpune schlitzt die uns immer noch die Kehle auf, was uns natürlich nicht ganz so gut gefällt. Aber diese Lutschbonbons, die ich hier habe, wie heißen die denn im Moment? Ich eben Knisper. Knister, Knister. Wie heißen die denn? Mucosolvan. Kennt man das nicht aus der Werbung? Ein altbekanntes Mittel gegen Halsschmerzen. Oh, Magier. Oh. Ach. Jetzt haut der Magier so einen kleinen raus und der Kunde denkt sich, nee, also ich trete die Schlampe nicht, ich fick sie nur. Einen noch, wenn der Kunde einen raushaut und der Magier. Magier auch nicht. Kunde jetzt ein bisschen mehr, aber das ist immer so knapp. Ne? Die Nixe, die kann bald fallen. Die alte Seenixe. Oh. Ne, die wird nicht fallen, lass mal stehen. Weiter geht's mit Server 23. Hier ist die Alu-Alter voll zu Gange. Mit der Gitarre haben wir hier alles weggeklatscht. Wir können sogar Pilze, wie ich hier. Seht ihr, ich habe jetzt gerade mal die Hälfte von der Alu fertig. Wir nehmen mal hier jetzt die lange. Damit wir quasi was zu tun haben. Damit wir nicht die ganze Zeit gestört werden. Im Waffen- und Zauberladen haben wir. Oh, 500. Nein. Der ist gut, den kaufe ich mir. Und irgendwo war ein Trank ausgelaufen, auf Server 23 ist der Trank des ewigen Lebens ausgelaufen, deswegen blättert wir Trank des ewigen Lebens. Brauchst du Trank des ewigen Lebens?
Ist dahinter einer? Nein. Dahinter einer? Nein. Dahinter einer? Nein. Dahinter einer? Ja. Nein. Nein. Schade. Da ist er doch für Pilze, scheiße. So viele Pilze wieder geopfert. Da ist noch einer für keine Pilze. Ich rieche es, ich schmecke es im Urin. Ich schmecke es im Urin. Oh mein Gott, ist das lecker. Nein. Schade, aber ein großer XXL. Hallo, klebt doch nicht an meiner Maus fest. Verpiss dich. Waffenzauberland, sehr viel Pilz ausgegeben. Sehr schön, in der Gilde ist nichts. Hi Leute und Zuschauer, you are nice. Oh, ist das gut. Nice. Sehr schön. Gilde, geschaut. Arena, Kampf gegen The Crasher. Verlängerung, The Crasher. Rang 26 noch. Wir müssen noch so viel Alu spielen. Das kommt noch, Leute, das kommt noch. Den Rest skillen wir einfach mal. Ist nicht viel Gold, was wir haben, aber wir skillen einfach mal alles, was wir schon erreicht haben. Hänsel und Gretel sind hier und sie essen immer noch einen Scheiß. Hänsel und Gretel sind im Wald, essen ganz viele Häuser, denn sie sind Architekten und bauen neue, obwohl Architekten keine Häuser bauen, sondern sie nur entwerfen. Und Hänsel und Gretel ist fast gefallen. Wir sind einfach nur ein Maurer. Wir mauern mit Käsekuchen. Verdammte Scheiße, warum fallen die denn nicht? Oh, ja, ich mach gar keinen Damage. Und die werfen uns mit Essen ab. Kein Wunder, dass sie verlieren mit Essen. Ich mach keinen Schaden. Also, kein Wunder. Ne, die fallen nicht. Ich mach ja gar keinen Damage. Nee. Ab zum Klo. Und wir können hier irgendwo auch spülen. Ich glaube, es war 26 war es. Und von daher werden wir das mit der Klospülung anders machen. Und zwar werde ich die aufbewahren. Und dann beim nächsten Mal benutzen. Das bedeutet, ihr werdet es sehen. Wenn wir da sind, dann werdet ihr es sehen. Was ist hier los? Server 24 hat sie aufgehangen oder was hier? Mann. So, Server 24 hier. Alu ist hier schon fertig. Die 100 Alu-Server sind durch. Deswegen können wir hier ganz normal weitermachen. Oh, wer da? Keine Stärke drauf. Obwohl, der Damage ist ja auch, doch, ist doch besser. Wer da keine Stärke drauf, wäre es vielleicht ein gutes Item. Was versteckt ihr hinter diesem kleinen Trank? Noch ein kleiner. Was versteckt ihr dahinter? Ein großer. Verdammte Scheiße. Ich habe 3 XXL-Tränke, habe ja letztens hier etwas unglaublich Geniales geschafft, das war sogar gestern. Und zwar habe ich gestern hier die Mordmaschine umgeklatscht, alte Mordmaschine. Und dadurch stehe vor deiner Haustür, was? Ja, stehe vor deiner Haustür, dann komm raus, Junge, dann komm. Oder, ich komm raus oder komm rein, ich mach voll auf, ist kein Problem. Und dann gibt's einen in die Fresse, erstmal direkt einen auf die Fresse. Wer keine Ahnung hat, voll auf die Fresse. Nein, wir können hier natürlich skillen und im Türmchen brauchen wir den Kollegen nicht hochziehen, da die eh höher sind wie wir, 150, von daher brauchen wir eh nicht die Leveln. Wir leveln aber hier auch wieder und das Skillen Ausdauer und Glück, wir haben die Nebenattribute bzw. nicht die Haupt-Super-Attribute. Also das Hauptattribut ist natürlich hier Geschick und Ausdauer und Glück haben wir ein bisschen vernachlässigt, genau wie auf jeden anderen Server. Gewonnen, 92 Gold, sehr schön. 92 Gold, das ist schön. Können wir aber nicht skillen. Naja, im Dungeon hätten wir den finsteren Reiter. Ich mache einen kostenlosen Try, aber der wird nicht fallen. Nee. Lass mal stehen. Lass mal erstmal so. Sammeln ein paar Pilze, machen ein paar Level und dann wird irgendwann der finstere Reiter auch zur Hölle geschickt. Denn, obwohl, vielleicht ist er da schon. Von daher, weiter geht's. Server 2 UK. Dort wird die Alu noch gespielt. Ich bin gerade noch dabei, ein bisschen mehr Alu zu spielen wie sonst. Denn es lief gerade so ziemlich gut. Obwohl, soll ich jetzt weiter die Alu spielen? Ja. Also ich werde auf jeden Fall weiter noch ein bisschen Alu spielen. Hier haben wir nichts, gerade was. Oh, ein großer Trank. Ein großer Trank für uns. Stärke? Keine Stärke. Tränke, da fehlt der Glückstrank. Wir einmal blättern. Einmal. Oh. Ja, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Noch was mit Stärke hier? Oh, 348 ist natürlich kein Update. Schade. Arena-Kampf, halt, stopp. Erst skillen wir Ausdauer und Glück. Halt, stopp. Der Delios. Wir gewinnen gegen Delios. 88,82% sein Album. Alu ist fertig. Da ich mal. Nein. Machen wir die letzte. Vielleicht danach. Das Ganze beenden wir schon. Wir nehmen hier natürlich diese hier für 2,20. Eine sehr schöne Quest. Wir können sie überspringen. Für alle, die sich fragen, warum kann er denn überspringen? Weil ich auf einen ausländischen Server bin. Sondern auf einen ausländischen Server kann man immer überspringen. Und auf einen deutschen Server nur in der Happy Hour. Verteidigung gemeldet. Zuschauer hat einen Pilz gespendet. Das ist noch ein bisschen länger her. Hier noch ein Pilz. Rein damit mit der ganzen Scheiße. Gold brauchen wir nicht spenden, Gold ist voll bis oben hin. Wir können übrigens bald wieder ein paar Raids starten. Das wird bestimmt sehr interessant. Der Menschenfresser ist immer noch eine harte Nuss.
Den versuchen wir immer noch nicht weiter, nur ein Try, denn der Menschenfresser ist leider echt eine harte Nuss. Also wenn man als 100 Alu-Spieler die ersten 9 Dungeons geschafft hat und dann im Turm ist und dann quasi in der Schwarzschädel-Festung, dann wird's richtig hart. Mit 100 Alu ist es richtig hart, in der Schwarzschädel-Festung mit dem Schwarzschädel-Krieger und mit dem Ritter und so weiter und mit dem Menschenfresser dort was zu reißen. Deswegen tut es mir leid, ich kann dort nicht so viele Dungeon Tries machen. Ich muss die Pilze sparen, ich muss ein bisschen mehr Alu spielen, ich muss bei den Events reinhauen, damit ich quasi weiter vorankomme. Und dann, wenn wir bei den Events mehr Alu gespielt haben, dadurch, dass wir Pilze gefarmt haben, das wäre natürlich auch ein großer Vorteil, wenn ich nur... nein, egal. Das spreche ich jetzt nicht mehr an. Ist okay. den letzten Satz bitte streichen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man dann mehr Pilze hat, aber deswegen ist es halt ein bisschen langweiliger, weil ich nur alle 2 Tage oder alle 3 Tage ein paar mehr Dungeon Tries mache. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze verstehen, beziehungsweise ihr versteht, was ich meine. Danke an Yalu für die Einladung und Validierung. Danke an Nick Erchen und danke an iChicken. Ihr seid die Besten. Ihr seid so unglaublich beautiful. Server 8 US. Dort ist Alu natürlich fertig, Alter. Stadtwache blinkt dieses Mal nicht. Das ist ein schlechtes Omen. Ein sehr schlechtes Omen. Oh. 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 Das ist ein guter Stab. Das ist ein richtig guter Stab. Wie? Was? Ich hab... Was? Auf eine Karte gewinnen wir. Bitte, bitte, bitte. Nein. Nein, wir verlieren Gold. Fuck. Fuck. 700 Gold verloren. Fucking shit. Ich brauch diese Waffe. Abbrechen. Alu spielen. Ich will die Waffe haben. Ich will die Waffe haben. Ich nehme jetzt erstmal mit Gold hier. 3000 Gold nehmen wir an. Überspringen. Da haut er einfach die Pilze raus. Der Lars. War das jetzt schlau? Ich weiß es nicht. Ich habe eine neue Waffe. Juhu. Die Waffe ist richtig gut. Die ist richtig gut. Schau euch mal den Damage an. 42... 1, 2, 3. Ist das 400? 1, 2, 3, 1, 2. 421.000 zu 450.000. Die ganzen Nullen. Ich muss das mal zählen, Mann. Ja, ist doch gut. Jetzt ein bisschen Alu rausgeklatscht. Egal. Beziehungsweise ein paar Pilze. Wir können die Alu hier noch zu Ende spielen. Natürlich spielen wir zu Ende. Das wird ja natürlich wieder nichts bringen sonst. Nehmen wir mal die lange Quest. Dann passt das Ganze. Und somit können wir noch skillen? Ist jetzt nicht mehr ganz so viel Gold, was wir haben, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen rausgeklatscht haben für die Waffe. Oder ziemlich viel. Moment, halt, stopp, Klo. Dann kommt die Waffe da rein. Eine Kriegerwaffe. Braucht die vielleicht unser Krieger im Türmchen? 443. Blopp. Nö. Die ist besser. Die kann weg. Das behalte ich. Ab in die Gilde. Ja, will keinen Kampf. Ich melde mich aber zur Verteidigung. Lars, geh mal Skype und ich muss dir was Verrücktes sagen. Was Verrücktes? Der Zuschauer will mir was Verrücktes sagen. Zuschauer spricht über der Zuschauer. Rang 32 hier. Wir sind so gut. Wir sind unglaublich gut. Skillen wir noch etwas hier. Ist nicht viel. Dungeon hätten wir den Nachttroll mit der neuen Waffe. Der Nachttroll? Nee. Ein Try mache ich noch? Nee. Immer noch nicht. Nachttroll ist okay. Hier sind wir auch leider über die Dungeon. Ihr wisst Bescheid. In der Schwarzschädel-Festung, was ich gerade angesprochen habe. Server 27. Hier ist Alu fertig. Haben wir ein neues Spiegelteil bekommen? Nein, 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 nein. Oder habe ich eins bekommen? Ich glaube schon heute. Mir fehlen immer noch ein paar. Ein paar mehr sogar. 1, 2, 3, 4. Es kommen keine. Ich habe seit mehreren Tagen keine Spiegelteile mehr bekommen, was natürlich ziemlich blöd ist. Und ich hoffe, dass bald wieder welche kommen. Hier wäre ein kleines, aber feines Update. Kaufen wir mal. Das kann weg. Das kann weg. Zauberladen. Was ist hier hinter? Nichts Tolles. Intelligenz, 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 Intelligenz. Nein, keine Intelligenz. In der Gilde hat jemand 5 Gold gespendet. Ich spende auch mal einen Pilz. Jetzt haben wir keinen mehr. Mann, ey. Waffenzauberladen hatten wir gescheckt. Das ist noch aktiv. 6 Tage Mount. Das ist okay. Wir skillen. Intelligenz. Hauptattribut. Haben noch 9 Gold. Sehr gut. Arena-Kampf gegen den Tobi. Gewinnen wir gegen Tobi natürlich. Sammelalbum hieß auf 82,06%. Sehr schön. Und die Piratenblutnase, die fällt immer noch nicht. Der alte Drecksack ist okay. Können wir mitleben, ist alles okay. Die Stadtwache haue ich hier noch nicht ran. Ich spiele noch, beziehungsweise ich mache noch ein bisschen weiter hier mit Arena und so weiter. Vielleicht werden wir noch etwas mehr bekommen. Sammelalbum, aber 82% auf Server 27 ist doch gar nicht mal so schlecht.
Letzter Server ist Server 26, wo ich auch spülen kann und wo ich natürlich noch Alu spiele, denn hier spiele ich 300 Alu. Server 26 ist 300 Alu-Krieger. Ich mache es jetzt ganz einfach. Ich werde jetzt hier die Alu natürlich weiterspielen. Trinken. Trinken. Trink den ganzen Scheiß. Trink doch alles, trink doch. Erstmal schauen wir in den Waffenladen. Hier finden wir nichts im Zauberladen. Finden wir nichts. Tränke halten noch ein bisschen länger. 5 Tage das Mount, das verlängere ich schon mal. Bam, 25 Pilze rausgedrückt, gar kein Problem. In der Gilde, habe ich mir schon gemeldet. Raid-Infos, blablab. Rang 3 sind wir, das ist doch ziemlich schön. Haben 146% ausgebaut. Alu wird gespielt. 212 im Türmchen. 212, das ist okay. Wir skillen. Stärke. Ein bisschen Stärke muss sein. Dann ist die Welt doch wieder nice. Sehr schön. Arena-Kampf gegen den Brave. Wir haben gegen Brave verloren. Rang 46 ist auch okay. Sammelalbum 96,24% ist sehr schön. Und im Turm ist der singende Kloß, der ja fast gefallen ist. Letztens, gestern. Der wollte aber nicht. Ich habe so viele Pilze rausgehauen für den singenden Kloß. Und der fällt immer noch nicht. Der verdammte singende Kloß. Ich hasse dich. Warum singst du auch so eine Scheiße? Du singst bestimmt so Britney Spears-Style. Einen Try mache ich noch. Ich kann nicht so viele mehr rausholen. Bei den singenden Klosen habe ich bald keine Pilze mehr. Deswegen, der Pilz will auch nicht fallen. Der alte Drecksack. Alu wird gespielt. Das ist okay. Und jetzt... Es fehlt immer noch ein Hut hier. Und... Schuhe. Ich krieg das Kotzen. Klo. Wir schmeißen was rein. Wir können spülen. Und ich werde das Ganze noch nicht auswerten. Ihr habt quasi die Möglichkeit, noch weiter abzustimmen. Bis zu diesem Part. Wenn dieser Part online ist, das heißt... Morgen, den 16.07. 15 Uhr, dann ist quasi, dann ab 20 Uhr wird jeder Kommentar, wo quasi das Richtige rausgekommen ist, nicht mehr benutzt. Das bedeutet, ihr hattet genau 24, Moment, ihr hattet sogar mehr, oder? Doch, ihr hattet 24 Stunden Zeit, das passt. Rechnen ist nicht so meine Stärke. Ihr hattet 24 Stunden Zeit abzustimmen und ich werde dann erst am nächsten Tag, also nicht heute, sondern morgen, die Leute rauskopieren und dann einfügen. Dann werdet ihr namentlich genannt und euer Kommentar wird angezeigt, wenn ihr das Ganze richtig geraten habt. Also hatten quasi alle die gleiche Möglichkeit. Sonst hatten wir das so, ich habe das Ganze vorher aufgenommen, wenn jemand dann quasi, wo ich aufgenommen habe, danach dann geschrieben hat, der war nicht mehr drin. Jetzt seid ihr dann drin, aber dafür kommt das Ganze quasi einen Tag später. Aber alle sind drin, die das richtig geschrieben haben. 24 Stunden hattet ihr Zeit. Ich hoffe, das ist gut so, weil sonst werde ich jetzt um 15.57 Uhr, der Part ist gerade mal 57 Minuten oben, wo ihr abstimmen konntet. 57 Minuten, das bringt es halt nicht. So, ich muss natürlich eine neue Waffe haben, von daher kommt her. Na, verdammt. Und das Richtige ist die Müllkette. Müllhalskette, Müllhals, Müllkette, wie auch immer. Ich schreibe mir erstmal zur Not auf, bevor ich das vergesse. Was habe ich denn hier? Meinen unglaublich genialen Notizblock. Hier haben wir zum Beispiel was, das kleben wir irgendwie hier hin. Das kleben wir jetzt hier hin. Wo kleben wir das denn hin, damit wir das immer schön sehen? Ich weiß es nicht. Das klebe ich mir jetzt hier hin. Ich klebe mir das einfach auf meinen Penis. Nein. Müllkette. Server 26. Spülung. Hahaha. Und wir schreiben noch am Ende rein. Nice. Sehr schön. Somit habe ich das aufgeschrieben und die Klospülung bzw. die Auswertung kommt dann einen Tag später. Somit sind wir fertig mit allen Servern. Mann, ey. Das war's soweit mit Shakes the Fidget. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze bewertet, kommentiert und weiter. Ich bin der Zuschauer und ich sage ciao, ciao. Haust rein und Dankeschön und so. Bis dann.